I love you. There's something a little bit offbeat about everything that's around me right now. I'm not quite sure what it is, but Judith, I love you. Donkey sign. For your ears and for your eyes. Well, I've got sixpence, jolly, jolly sixpence. I've got sixpence to last me all my life. I've got sixpence to lend and... Okay, are we rolling? Is the camera rolling? Okay, the camera's rolling. Jackie, I. Hey, how you doing? My real name's Bozo. How you doing? My name is Bozo also. My name is Anthony. I'm the zinger for the band. This, of course, is Mr. You Know. Long Daddy Slim Bucket Slow, main B Slovak, the guitar player for the band. And Alex Rizamas and the Red Hot Chili Peppers. The Red Hot Chili Peppers started out in 1983 in Los Angeles. Why? That's not entirely correct. We started out in 1933 in Hollywood, California. At the time, Charlie Chaplin was doing his third film, and he asked for a band for a bar scene. So we got together for this Charlie Chaplin film back in 1933. It was the young years of Hollywood. It was a good time. It was, the town was booming, and we were part of the exploding scene. And also, oh. Okay, you get 1983 hat es losgegangen. Das ist losgegangen mit den Red Hot Chili Peppers, sondern 1933. Charlie Chaplin hat für seinen vierten Film einen Statisten gesucht und ist so auf sie zurückgekommen. Hollywood war damals groß am Leben und sie natürlich auch. Okay. I mean, back when we started with Charlie Chaplin, if you notice, if you look carefully, Jack and I, we both have artificial noses. Yeah, well, Bozo 1 and Bozo 2, we both have fake noses. And that's because when Charlie Chaplin was making that film, The Gold Rush, there's a scene that he does with two forks and the potatoes, and he makes them dance. Well, those potatoes were actually our noses. Also das ist jetzt mal ein echtes Stück Aufklärung. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass Bozo 1 und Bozo 2 falsche Nasen haben. Nun, das kommt daher, bei diesem Charlie Chaplin-Film, Goldrausch heißt er, da kennt ihr vielleicht diese Szene, wo Charlie mit einer Gabel und zwei Kartoffeln so einen Tanz macht. In Wirklichkeit waren es keine Kartoffeln, sondern ihre Nasen. You have three different producers in your career. That's correct. Andy Gill. George Clinton and Michael Beinhorn, also known as Michael Schlanghorn. Yes. How did you get to all these producers? I mean, they're well known. They're, you know, I mean, they're superior producers. Mm-hmm. Isn't it hard to get to people like that? So well, I can tell you in a brief time capsule summary quotient that we first got Andy Gill because we loved the music that he made with the Gang of Four. He did a record called Entertainment and a record called Solid Gold that we loved and were very inspirational to the Red Hot Chili Peppers. They were hard-edged, hard-rocking, funky soul jams that we got off on heavily. We thought that he'd be a good choice. As it turned out, he wasn't the perfect choice. He had sort of gone limp by the time that we got together with him, and we were still hard, so we ended up with kind of a half staff on a record. Don't worry about it, because then we got together with George Clinton, the master of funk, the true 18-ring leader of a circus, George Clinton, the greatest walking funk master alive today, making some of the most beautiful music ever made, known to mankind. We made a great record with him. The engineer was a little weak. I think he had a nervous breakdown during the mix. The mix fell a little short. Don't worry about it. We got onto our third record. It's called The Uplift Mofo Party Plan with, of course, Michael Beinhorn as the producer. We got good sounds. We had good songs. We had good performances. It was a good mix. It was kind of a nice situation. We kind of liked making the record. We rocked out. We did, okay? That record came together. It's our favorite to date. But that doesn't really answer my question. How did we get them? Yes. We called them up on the telephone. Right. Okay. Mail order. Vielleicht mitgekriegt. Drei Produzenten haben sie bisher gehabt, die ihre Sache versucht haben. Andy Gill von Gang of Four, da hat es geheißen, ja, also das hat uns gut gefallen, die Musik, was er gemacht hat mit Gang of Four, und wir dachten, er sei das Richtige für uns, aber war er nicht. Und es geht dann weiter mit George Clinton. George Clinton, der Meister aller Rapper, aller Funker überhaupt jemals, das war der Größte überhaupt. Der Mixer hat einen nervösen Zusammenbruch gehabt, einen Nervenzusammenbruch am Pult beim Mischen, und das hat ihm aber auch nicht so gefallen. Es brachte aber doch den Durchbruch, und jetzt geht es weiter eben mit Beinhorn. Beinhorn, den kennt ihr auch, hat viele andere Leute produziert, wie Nona Hendrix und so weiter. Und jetzt auch die Red Hot Chili Peppers. Und die Frage war, wie sind sie an die rangekommen? Ha, sie haben ihn angerufen. I like to tell all the little kids, don't worry, if you get to be about 12 or 13 and you're still wetting the bed or you haven't gotten any pubic hair yet, don't worry, because I wet the bed until I was 14. 16. Okay, and I didn't really start getting any noticeable pubic hairs until I was about 17. 22. So don't mind.
Okay, also das ist eine echte Nachricht für Bettnässer, die gibt es ja auch. Er sagt, er sollte euch keine Sorgen machen, wenn er mit 12 immer noch ins Bett macht. Er hat es mit 14, er sagt 16 gemacht und es ist völlig in Ordnung. Aus ihm ist ein wirklich gutes Mitglied der Gesellschaft geworden. I think it's time for another. Okay, this is the adult portion of this evening's programming. Let's get on with the show. Red Hot Chili Peppers, man kennt sie spätestens seit ihrem Auftritt vor der Lorelei. Da haben sie brilliert mit einer Zugabe, mit einem Akkord und dazu brauchten sie diese Socken, denn das war das Einzige, was lebensnotwendige Teile schützte vor der Öffentlichkeit. I was just explaining this thing with the socks, but we're not going to talk about socks. I'd like to know of you. You're quite a rude band. Rude? Yes, I think it's rude. Just let me explain. And I'm just wondering, what kind of audience in America buys your record? It's usually senior citizen couples over the age of 70. Our audience is from about age 70 to about age 80. Like I said, the bald audience. The bald audience. But don't be misunderstood. Never be misunderstood by the fact that we have a reputation for being rude and we have a reputation for covering our genitals with socks and doing all these zany things. But there's an underlying thing here and a pillar of our organization that makes us do all these things, and it's the music that we play. And we play this music that at this point is probably rhythmically one of just about the most intense band around, and we're making sounds that have never been made before, and we're doing a musical thing that is completely modern and fresh, yet organic and soulful at the same time. And I'm very proud of that, and I just want everybody to know that. He just did. I'm not saying that you say anything about it. I'm just making a point. Okay. Also, was er gerade versucht hat zu erklären, ist, dass dieses Mittel gar nicht so die Hauptsache ist, sondern die Musik, auf die sie sehr, sehr stolz sind. Das ist rhythmisch das Beste, was zurzeit auf dem Markt ist, wurde hier gerade gesagt, ihr habt es gehört. Und sie sind sehr stolz darauf, wie gesagt, und sie wollen es weiter tun. Was so mit den Werbemaßnahmen drumherum ist, das ist ihre Sache und es passt eigentlich hier nicht rein. Er wiederum sagt, das Publikum. Your audience. Also das Publikum von Ihnen sei zwischen 70 und 80 und er sagt, das sind die Bald-Out-Leute, das sind also die ein bisschen... Okay? Was that good? I can't translate that. Good job. And can I go ahead of you again? Yeah, sure. We treat women as equals. We are not sexists. We just love to make love to them. All right. Das muss ich auch noch rumkriegen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, also sie seien sexistisch und so weiter. Das sind sie nicht. Sie lieben Frauen und sie lieben die Liebe mit Frauen. Das muss man mal klarstellen. Who's going to be the next president of the United States? I pray every night that it'll be Jesse Jackson. Jesse Jackson? Yes. I would gladly cut off my left testicle if Jesse Jackson could become the next president. Also, Jesse Jackson meint, er wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten, er würde gern seinen linken Hoden dafür hergeben, aber so genau will ich das gar nicht wissen. I mean, that's okay. Is the Red Hot Chili Pepper a political band? Politically concerned? Well, I mean, as people, we definitely have political interests, just because, you know, we live on the world and the entire, you know, planet is very vulnerable to the politics of certain nations, and we happen to live in one of those nations, America, and, you know, unfortunately, we have the president of Ronald Reagan right now, and we really hate his guts, and we'd be much better off as a race as a whole if he was dead. And it's a shame that he didn't die when the attempted assassination took place. But hopefully his legacy will die when he gets out of office. Das ist ein hartes Statement. Ich habe Sie gefragt, ob die Red Hot Chili Peppers eine politische Band sind. Nein, als Band nicht, aber als Person wohl, als Menschen, als Personen. Sie sind besorgt um das, was so vorgeht in ihrem Land mit Präsident Reagan. Was er genau über ihn gesagt hat, das möchte ich eigentlich nicht übersetzen. Aber sie wären froh, wenn er nicht da ist. Deshalb eben Jesse Jackson. We're also severely anti-racist and we're also very anti-industrial pollution or any other kind of pollution for that matter. And we would like very much for companies like Shell Oil and Burger King to leave the rainforest alone, because the planet needs those rainforests, and so do the people, and so do the animals. And we just, we wish that that Botha would die, because all the people in South Africa deserve to be free, just as much as I am free. And I wish that could be so. So let it be said that we wish it could be so. And Shell Oil are the ones who support apartheid. Just let me get that over. Also, es entwickelt sich hier zu einem politischen Statement sozusagen. Red Hot Chili Peppers sehen sich durchaus als besorgte Band, auch was so Natur betrifft. Sie kanzeln einige Großfirmen ab, die sie nicht ersehen wollen. Auch sind sie antirassistisch, das möchten sie an dieser Stelle auch mal sagen. Auch sind sie gegen Botha und Südafrika. Also eine ganze Palette, die sich da so mitschwingt und die sich so offensichtlich gar nicht zeigt.
Das waren wir also, die Red Hot Chili Peppers hier bei Offbeat. Nicht vergessen, wenn ihr zum Konzert geht, einen Sock mitnehmen, denn das Motto ist nach wie vor Rock out with your cock out. Das übersetze ich jetzt lieber nicht. Anyway, das war's mit Offbeat. Schön, dass ihr dabei wart. Das nächste Mal ist wieder dabei das Video des Monats, diesmal von den Swans. Außerdem ein paar Ausgrabungen, Clips, die ihr noch nie gesehen habt. Okay, ciao.